Tom, hast du Bock auf Bundesliga? Und ich so, ja klar, warum denn nicht? Und er meinte, ja, dann spielst du morgen von Anfang an. Gleich 6 Eier hat der BVB den Wölfen ins Osternetz gelegt und die Partie gegen den VfL Wolfsburg mit 6:1 gewonnen. Im Mittelpunkt dabei Debütant und Torschütze Tom Rothe. Alle sprechen über den Youngster, wir haben mit ihm gesprochen. Das später in der Sendung, damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick, den wir mit unserem Tore-Sechser-Pack im Nettradio beginnen. Ecke von links, Julian Brandt, kurz am ersten, Tor, 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 und wer war es? Es war Tom Rothe, Tom Rothe, in seinem ersten Spiel macht er das Tor. Witzel, Axel Witzel, 2:0, nur anderthalb Minuten nach der Führung, Marco Reus in den 5-Meter-Raum, Tor! 3:0, 28. Minute. Schuss aufs Tor und der geht auch noch rein. Emre Can in der 35. Minute. Und das ist das 5:0. Erling Haaland, schöner kann man ein Tor nicht schießen. Tor! Haaland, 54. 6:0. In der Halbzeit kam unweigerlich die Frage auf, 5:0 zur Pause. Gab es das beim BVB in der Bundesliga jemals zuvor? Die Antwort, ja. Zuletzt vor 09 Jahren in Fürth. Und 1964 gab es bei den Blauen gar ein 6:0 beim Seitenwechsel. Hier zu Hause gab es ein einziges Mal ein 5:0 zur Halbzeit 1986 gegen Blau-Weiß Berlin. Wir haben tief im Archiv gekramt und wollen euch die Tore zeigen. Von Frank Mill zum 1:0, Erdal Keser technisch anspruchsvoll zum zweiten, dann wieder Frank Mill, Daniel Simmes raffiniert mit dem Außenrist und schließlich noch, bitte anschnallen, Michael Zorc artistisch zum 5:0. Das Spiel damals endete 7:0 für Schwarz-Gelb durch 2 weitere Treffer von unserem Nobby Dickel. Ja, und dann hatte da gestern jemand seinen ganz großen Tag. 17 Jahre jung, frenetisch gefeiert und mit einem Dauergrinsen im Gesicht. Die Rede ist natürlich von Emma. Unser Maskottchen hatte gestern Geburtstag und vor allem im Familienblock wurde das ordentlich zelebriert. Vom 17-jährigen Geburtstagskind zum 17-jährigen Debütanten Tom Rothe. Was eine traumhafte Fußballgeschichte. Fast schon zu kitschig, aber auch nur fast. Wir wollen das jetzt alles einmal aufarbeiten mit dem Hauptdarsteller persönlich. Ich habe mich gestern nach dem Spiel mit Tom noch unterhalten, standesgemäß im Stadion Rote Erde. Nee, nicht gut. Okay, dann 3 Euro. In die schlechte Wortspielkasse und für euch natürlich trotzdem das Interview. Tom, das Spiel ist noch keine Stunde alt. Müssen wir dich noch kneifen oder hast du schon verarbeitet, realisiert, was da heute passiert ist? Nee, ich glaube, das ist erstmal muss das alles ankommen und so, dass man heute hier vor 75.000 irgendwie so, 81 sogar, okay. Fast 80. Fast okay, 80. Krass, ja. Vor so vielen Leuten zu spielen, das muss man erstmal realisieren. Wenn man da vorm Anstoß auf den Platz läuft und dann nach links auf die Süd guckt, ist natürlich unbeschreiblich. Das ist schon sehr, sehr ein unglaubliches Gefühl. Und ich glaube, ich muss erstmal drüber eine Nacht schlafen. Ich glaube nicht, dass ich so gut schlafen kann heute. Aber ja, ich denke, morgen, die nächsten Tage wird das alles noch ein bisschen klarer werden in meinem Kopf. Nimm uns doch noch mal mit. Wann hast du erfahren, nicht nur, dass du heute dabei bist, sondern dass du von Anfang an spielst? Was hat der Trainer dir mit auf den Weg gegeben? Und dann, wie war das wirklich, hier in diesem Stadion zu spielen? Also nicht in diesem, sondern in dem nebenan. Ja, nee, also gestern Abschlusstraining hat sich leider Thorgan Hazard unglücklich verletzt. Und dann hatte ich natürlich ein bisschen
ja, Glück im Pech, wie man so sagt, dass er sich leider verletzt hat. Und dann wurde mir nach dem Training gesagt, ja, Tom, hast du Bock auf Bundesliga? Und ich so, ja klar, warum denn nicht? Und er meinte, ja, dann spielst du morgen von Anfang an. Und ja, war vielleicht gar nicht so schlecht, hatte ich nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Konnte dann ja, nicht so gut schlafen, aber ein paar Stunden habe ich bekommen. Und ja, dann wirklich, wirklich vor den ganzen Leuten zu spielen. Ich meine, jeder weiß ja, Borussia Dortmund, die Fans, das ist ganz Besonderes. Das gibt es nicht überall in jeder Stadt. Und das so als ja, Bundesliga-Debüt zu machen, ist, glaube ich, ja, der Traum eines jeden kleinen Jungen. Und das dann wirklich zu machen, ja, was soll ich sagen, also unbeschreiblich. Und als wenn das nicht schon reichen würde, noch diese 24. Minute, das Führungstor vor der Süd. Nimm uns mal mit. Also, ja, was, das ist einfach unglaublich. Also, damit hätte ich an dem Leben gerechnet. Ich dachte, ja, ich versuche erstmal ein bisschen reinzukommen ins Spiel und so. Ist ja noch was Neues, Amateurfußball und ja, Profis ist ja noch mal ganz anderes. Und dass ich dann wirklich dann sogar noch ein Tor mache, hätte, also, das kann sich ja nicht ausmalen. Ist ja, also, ja, was soll ich sagen? Unglaublich. Und gleichzeitig noch Geschichte geschrieben. Du bist nämlich jetzt der jüngste Debütant, der bei seinem Debüt getroffen hat. Was sagst du dazu? Ja. Schöne Statistik nimmt man mit, also sehr, sehr schön. Ja, super. Das glaube ich. So, du hast eben schon gesagt, wahrscheinlich viel schlafen wir es heute nicht, aber nehmen wir uns doch mal mit. Sag doch mal, wie wirst du denn diesen besonderen Samstagabend für dich heute Abend ausklingen lassen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, meine Familie ist hier, die ist heute noch spontan, haben es noch geschafft, ins Stadion zu kommen. Ich glaube, mit denen werde ich gleich auf jeden Fall ordentlich, ja, feiern. Weiß nicht, aufs Essen gehen oder so, mal gucken. Aber ja, ich bin natürlich müde auch vom Spiel, mal gucken. Aber ja, also ich freue mich mit meiner Familie. Mein Handy explodiert gerade schon. Also das sind ganz viele Nachrichten von meinen Freunden bekommen. Die muss ich euch auch noch beantworten. Und ja, ich hoffe, ich kann heute Nacht schlafen. Aber ja, super. Ich bezweifle einfach mal, dass er nach so einem Spiel bereits alle Nachrichten beantwortet hat. An dieser Stelle soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass mit Jamie Beino-Gittens und Leon Semic zwei weitere U19-Akteure ihr Profidebüt gegeben haben. Auch die beiden hatten wir am Mikrofon. Das Interview findet ihr bei BVB-TV in den Stimmen nach dem Spiel. Damit Deckel drauf und Blick nach vorne. Denn das 6:1 der Satzgewinn gegen Wolfsburg bedeutet gleichzeitig den ersten Matchball zur erneuten Champions-League-Qualifikation. Und den verwandeln wir doch am besten direkt am kommenden Wochenende, wenn am Samstag das Topspiel bei den Bayern im Kalender steht. Einer von sicherlich vielen guten Gründen, aus München mal wieder was Zählbares mitzunehmen. Das war's für heute hier aus dem schönsten Stadion der Welt. Euch noch frohe Ostertage und bleibt gesund. Heya BVB!